Hallo und herzlich willkommen zurück bei Open Transportal und Deluxe hier in unserer Welt. Wir sind gleich im Jahr 2030, also viel gibt es ja nicht mehr zu tun. Dann sind wir hier durch mit der Spielzeugwelt. Ja, hier ist ein kleiner Stau hier, weil der Zug hier nicht hochkommt. Hier ist auch ein kleiner Stau an der Spielzeugfabrik. Also hier ist schon... Oh, hier ist ein längerer Stau, wie ihr seht. Eieiei. Da stauen sich schon die Züge auf dem Weg zur... Was ist das? Genau, Süßigkeitenfabrik. Wahnsinn. Vielleicht müsste man doch mal irgendwie eine Roll-in-Roll-out-Station bauen. Aber hier ist auch das Problem, dass die hier warten müssen. Aber der fährt dort lang. Okay, eigentlich müsste man hier noch so eine parallele Spur haben für die... Ah ne, das ist eh bloß ein Zug. Okay, dann lohnt sich das doch nicht. Ich hatte da doch bei der allerersten, bei der gemäßigten Klimawelt, hatte ich doch bei der Einöl-Dings so ein Kleid was gebaut, damit der Verkehrsfluss besser ist. Aber ich glaube, das können wir ja nicht anwenden, weil hier der Fluss im Weg ist. Es ist ja Stau. Jetzt ist hier Stau. Ja, wie kann man jetzt den Verkehrsfluss hier verbessern? Ist eine gute Frage. So, von hier, die wollen alle, sind alle die von hier oben kommen. Jetzt steht natürlich auch hier der Passagierzug im Weg. Der hat erstmal Vorrang. Der hat erstmal Vorfahrt, der Passagierzug. Da muss ich mal kurz einschreiten, dass der auch wirklich zuerst fährt dann. Hier ist aber auch in die Abfahrtsrichtung Stau. Vielleicht muss man hier doch mal eine Roll-in-Roll-out-Station draus bauen. Entschuldigung. Dass die dann einfach, eine Runde fahren, dann hier einfach unten wieder rauskommen. Aber dann kann es natürlich sein, dass sie dann hier stauen. Die kommen auch nicht so gut über die Brücke drüber. Jetzt ist hier Stau auf dem Pfad. Ach komm, ich will einfach weiterbauen. Ja, das dauert immer länger. Die Frage ist, wie man das am besten macht, jetzt so eine Station zu bauen, dass die einfach vorne reinfahren und hinten wieder rauskommen. Hier auf der Relation geht das noch einigermaßen. Weil ich glaube auch noch mehr Bahnsteige dranhängen, das bringt es hier nicht, weil das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass die Züge hier nicht... rankommen. Ja, jetzt hat sich ein bisschen gelöst. Jetzt können die Züge wieder ranfahren hier. Okay, na gut, dann müssen wir wahrscheinlich doch nicht reagieren. Und wir haben zuletzt irgendwie hier unten was gebaut. Genau, hier wird das von allen beliefert. Da ist viel los. Das läuft. So, wo können wir jetzt noch? Wo haben wir auch noch nichts hingebaut? Damit wir so zum Ende... Man könnte eigentlich hier nochmal so quer rüber bauen eigentlich. Und hier unten müssen wir noch was machen. Damit wir hier das Viertel auch noch bebaut haben. Aber ich denke mal, wir machen das einfach mal. Wir bauen jetzt mal hier so rüber. Da können wir ja die Industrie, die ja in der Mitte ist, auch noch so ein bisschen anbinden. Ist sicherlich auch nicht verkehrt, würde ich mal behaupten. Und, ja. Mal
gucken, wo wir da jetzt am besten rauskommen. Tja, hier ist natürlich blöd, weil hier der See ist. Oh, Tinkelbottom, das betrifft uns. Obwohl die Batteriefrachtbewertung, die war doch nicht so schlecht hier, also... Verstehe ich jetzt nicht, halte ich mir mal offen. So, hier wäre Platz. Und dann, das wäre wahrscheinlich nicht ganz verkehrt. Wenn ich dort oben an der Brücke... Na, mach's groß. Tja, wenn ich hier oben anbaue, wo eh schon, das ist mir dann zu weit nördlich, dann müsste ich hier so schräg runterbauen. Ich hätte es aber gern schon hier, dass hier wirklich so eine gerade Linie rüber geht. Daher... Was haben wir hier? Hier ist noch ein Zubringer. Was wird denn hier noch transportiert? Plastik. Da unten ist Plastik. Zucker, Karamell gibt's dort. Gibt's noch irgendwo anders Batterien, die man anfahren könnte? Nee, ne? Leider nicht. Das war's jetzt. Du fährst ins Depot und du kannst nochmal ausladen. Na komm, dann reißen wir es einfach hier weg. Cola wird da, glaube ich, nicht angefahren, oder? Nee, nicht. Na gut. Ist es halt so, wie es ist. Und... Trotz so guter Wertung wird das abgerissen. Also liegt es wahrscheinlich doch nicht daran, wenn man dort irgendwelche Stationen oft anfährt. Halt, das habe ich dir aus dem Auge verloren. Das will ich natürlich auch nicht. So. Der fährt ins Depot, den können wir damit verkaufen. Und der andere, der lädt nochmal ab. Und weil ja schon ein Batteriezug ist, sollte es kein Problem sein, dass der Zug hier dann noch weiter voll beladen wird. Und oh, jetzt ist hier Stau hier unten an der Brücke. Weil er jetzt auch doch ein bisschen was drüber fährt auf der Richtung. Vielleicht sollte man das doch mal umbauen. Na gut, dann machen wir erstmal das. Bauen wir erstmal die Brücke hier um und dann bauen wir erstmal jetzt eine obligatorische Ersatzbrücke. Ihr kennt das ja, damit das so ein bisschen realistisch ist, wird das eine langsame Brücke, wo man nicht so schnell drüber bügeln kann. Hier haben sie mal schnell eine Holzbrücke drüber gezimmert. Geschwindigkeitslimit 32 ist jetzt natürlich auch nicht so prickelnd, aber wie gesagt... Soll ja realistisch sein, die Baumaßnahme. Und da ist das dann halt mal so eine langsame Interimsbrücke. Oder da gab es, glaube ich, irgendeinen Fachbegriff dafür. Habe ich jetzt gerade vergessen. Nee, Interimsbrücke. Nee, Behelfsbrücke meine ich natürlich. Ist natürlich schön, wenn die da jetzt auch mal drüber fahren würden. So, jetzt erzwingen wir das einfach mal und dann, oder macht einen Plastikbrunnen dicht, aber ich glaube, da fahren wir nichts an. Nee, zum Glück nicht. So, die fahren jetzt oben drüber und dann, wenn der Herr durch ist, können wir das abreißen und dann mit so kleinen Inseln. Ich könnte die Strecke natürlich auch unten lang verlegen, aber nö, ich will die lange Brücke behalten. Oh, es fällt schon auf, wie langsam die hier drüber fahren, die Züge. Da müssen wir schnell bauen. Aber wie gesagt, ich halte es immer gern so ein bisschen realistisch. Eine Behelfsbrücke aus Holz haben sie jetzt darüber gespannt. Wir können natürlich noch hier so einen Endbahnhof hinbauen und hier oben einen Bahnhof und das mit Fähren hin und her transportieren. Das wäre dann, glaube ich, ein bisschen übertrieben. So, der ist jetzt weg. Und dann machen wir jetzt einfach Abstände aller... Achso, absenken macht keinen Sinn. 1, 2, 3, 4. Genau, aller 4. 2, 3, 4 haben wir im Prinzip dann 3 Teile Abstand. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah ne, halt, das ist Unsinn, was ich jetzt hier gemacht habe. Wenn ich ein Signal draufstellen will, muss ich das ja so machen. 1, 2, 3, 4.
So, ist das jetzt richtig? 1, 2, 3, 4. Nee, das war auch wieder dumm hier. Haben wir da was? Nee, da ist nix. 1, 2, 3, 4. Ja, ich sag jetzt nochmal was, was ich schon in dem letzten RCT-Video gesagt habe. Ihr habt das ja gesehen, dass jetzt jeden Tag RCT und OpenTDD rauskamen und dazu noch aller zwei Tage Minecraft. Und da hatte ich ja gesagt, gewöhnt euch da nicht dran. Das ist jetzt einfach so. Ich will es einmal versuchen, ob sich das irgendwie auswirkt auf Viewerzahlen, wenn ich sowas mache. Oder auf andere Zahlen, wenn ich jetzt... Ich habe ja im Prinzip seit seit Weihnachten habe ich ja hier diesen Upload-Rhythmus. Und den will ich jetzt noch ein bisschen beibehalten, um einfach mal zu gucken, ob sich es irgendwie auswirkt. Aber die bisherige Erfahrung ist, dass sich es überhaupt nicht auswirkt. Und von... Ne, Quatsch, eine Holzbrücke ist nicht blöd. Es wirkt sich im Moment überhaupt nicht aus. Also die Viewerzahlen und Abonnentenzahlen bleiben konstant, auch wenn ich jetzt ja mehr Videos raushaue. Von daher kann es natürlich sein, dass ich mir dann irgendwann sage, naja, dann mache ich halt wieder den alten Rhythmus mit bloß einem Video am Tag und im Wechsel. Aber mal gucken, wie das so wird noch. So, jetzt haben wir die erste Brücke gleich fertig. Stellen wir jetzt noch die Signale drauf und dann können dann ein paar mehr Züge drüber fahren. Die müssen zwar immer noch warten, weil ja der Signalabstand kleiner ist, aber dann haben die halt einen gewissen Abstand erstmal, was natürlich auch nicht schlecht sein muss. So, da können die wieder über die schnellere fahren. Es gibt natürlich auch Mods, wo man Uraniumzug. Okay. Es gibt natürlich auch Mods, wo man Signale auf Brücken und sowas bauen kann. Das werden wir vielleicht uns mal in der 5. Staffel angucken, wie das so funktioniert. So, zwei Züge sind es noch und dann können die anderen wieder die Hauptstrecke nehmen. Genau so. Das reiße ich mal weg, dass der Verkehr geradeaus jetzt fließt. So, der muss jetzt warten. Jetzt wird das so ein bisschen separiert. So einen kleinen Abstand gibt das. Aber das ist natürlich ein Vorteil, dass sie dann im weiteren Verlauf, wenn die dann hier hinten hinkommen, wo ein bisschen viel los ist, dass sie dann durch den Abstand so ein bisschen auch mal eine Lücke lassen, wo ein anderer Zug reinfahren kann. Das muss ja auch nichts Schlechtes sein. So, jetzt haben wir hier noch die andere Brücke. Wie machen wir die? Ich lasse die zwei Züge dort erstmal drüber fahren. Das geht wieder nicht, weil ein Signal im Weg steht. Aber hier geht das komischerweise. Ich baue einfach jetzt mal so das Signal, dass sie dann einfach dazu spitz drauf fahren. Oh, das ist ja wirklich langsam, die Züge. Ist ja nicht zu fassen, wie langsam die ja drüber bügeln. So, jetzt kommt der hier dran. Dann nutzen wir das nämlich gleich weiter. Da ist immer noch so viel Cola drin, ey, Wahnsinn.
Vielleicht dauert es jetzt auch schon ein bisschen an der Stelle, aber naja. Wenn der Zug dann dort mal durch ist, dann können wir das beheben. Müssen natürlich auch beachten, dass wir dann das so bauen, dass die Züge hier nicht irgendwie sich gegenseitig behindern. Ich glaube, da müssen wir am Ende hier anfangen.